Wurdest du sitzen gelassen? Ja, aber das ist jetzt nicht tragisch. Was ist das tragische Element? Das Tragische ist, dass ich manipuliert wurde. Ich habe mich manipulieren lassen. Aha. Ich hatte nicht genug Selbstliebe gehabt, Grenzen zu setzen. Ey, du bist ja, die ist schon richtig bewusst. Hallo. Na, ihr habt eure Energie mindestens verzehnfacht in den letzten 5 Tagen, oder? Ja, das kann man sagen. War richtig geil. So, wer von euch ist Claudia? Ich. Und wer ist deine Schwester? Ich bin die Tochter, Annalena. Ach, du bist die Tochter, alles klar. So, die Tochter ist wie alt? 19. Und die Mama? 25. Ich hätte gedacht 22, aber also Mama hat sich extrem gut gehalten. Danke. Wo sind denn eure Dramen im Leben? Was sagt ihr denn zu dem Thema Selbstliebe und Selbstwert? Das reicht mir schon. Was ist denn da passiert? Wir fangen mal bei der Tochter an. Was ist bei mir passiert? Also seit ich 3 bin, also ist mein Papa abgehauen. Miststück. Und, ja. Und sie kann schon drüber lachen. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe, wie soll ich sagen, nicht so viele gute Erfahrungen erlebt, was Beziehungen betrifft. Ach, was hast du denn für Beziehungen gehabt? Erzähl mal von deinen Beziehungen. Okay, wie soll ich das beschreiben? Wurdest du sitzen gelassen? Ja, aber das ist jetzt nicht tragisch. Was ist das tragische Element? Das Tragische ist, dass ich manipuliert wurde. Ich habe mich manipulieren lassen. Aha. Ich hatte nicht genug Selbstliebe gehabt, Grenzen zu setzen. Ey, du bist ja, die ist schon richtig bewusst. Also sich in deinem Alter schon so bewusst auszudrücken und das schon zu verstehen, also Chapeau. Also als in deinem Alter hatte mein Ken gerade mal die erste Barbie. Aber das ist ja eine andere Generation. Sehr gut. Also du warst damals noch nicht so bewusst genug und alles klar. Also wie ging es weiter? Du hast keine Grenzen gesetzt. Dadurch ist was passiert? Oh Mann, wie kann ich das? Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Doch. Warst du in einer undienlichen Abhängigkeit? Ja. Aha, in einer Co-Abhängigkeit? Ja. So wie Mama? Ja, ich auf eine andere Weise, aber ja, so ähnlich. Naja, natürlich ist das so ähnlich. Warum? Du übernimmst eben das Muster von Mama, von Göttin Mama. Nicht, weil du das bewusst willst, sondern weil du das auf eine unbewusste Art und Weise in dein Gefäß hineingeladen hast. Mhm. Das ist das, was Sandy gestern an das Flipchart gemalt hat, Elternebene und Kindesebene. Das Kind, ja. Das Kind lernt von den Erwachsenen, lädt den Scheiß in sich hinein. Auch wenn es nicht gut tut, ist es aber irgendwie richtig, weil damit hat Mama überlebt und damit hast du überlebt. Das Gute ist, in dem Moment, du bist ja schon clever, Link, hier und sehr bewusst, in dem Moment, wo du dir das bewusst machst und einfach erklärst, oh ja, das hat Mama so gemacht, das bin gar nicht ich. Ich wähle für mich eine vollkommen andere Erfahrung. In diesem Moment verändert sich die komplette biochemische Zusammensetzung zu dem früheren unbewussten Glaubenssatz, diese Abhängigkeit, die Mama lebt, muss ich auch leben, damit ich so cool bin wie Mama. Die pulverisiert sich. Denn alles beginnt mit Bewusstsein und Verständnis. Du brauchst jetzt also, wenn du sagst, ja, du hast es verstanden, brauchst du dir überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, dass du dieses Thema noch einmal in dein Leben ziehst. Weil du dich mit deiner Schwingung und der Erfahrung, der Erkenntnis aus der Schwingung, über das Thema von der Schwingung her in die nächste Schwingungsebene
erhoben hast, das bedeutet, in der nächsten Schwingungsebene machst du eine nächste Erfahrung. Heißt nicht, dass die besser wird. Warum? Wenn es dann noch ein bisschen Mist gibt im Gefäß, dann kommt in der nächsten Beziehung der nächste Mist dran. Und jetzt können einige sagen, ey, ich will aber in den Beziehungen nicht mehr den Mist erleben. Dann dürft ihr lernen, den Alltag, die Dinge des Lebens lesen zu lernen. Das Leben zeigt euch jeden Tag, was für Themen gerade noch da sind. Und zwar immer dann, wenn du in eine Emotion rutscht, die dir nicht dienlich ist, kannst du innehalten, mal sagen, interessant, was ich hier gerade erlebe. Woher kenne ich das aus der Vergangenheit? Interessant, was ich hier gerade erlebe. Woher kenne ich das aus der Vergangenheit? Wenn du dann auf diese leichte, spielerische Art und Weise eine Erinnerung hast, schau die Erinnerung an und sag, oh ja, das war ein Wachstumsgeschenk. Also nicht in das Bewerten gehen, nicht in die Verurteilung gehen, nicht zurückschauen und sagen, ah, Papa, dieser Verlasser, und der war nicht da und der hat dieses und jenes mit mir gemacht. Papas Thema. Papa hatte keine andere Möglichkeit aus seiner Sicht der Dinge. Es war seine Interpretation, dass das die beste Möglichkeit war, sich zu verhalten. Wie der kleine Junge, wie der kleine Martin, der auch dachte, das, was er dort gesehen hat und was er fehlinterpretiert hat, wäre die einzige Wahrheit. Das ist niemals so. Menschen, und jetzt hört gut zu, Menschen, egal wie sie sich verhalten, tun in dem Moment, in dem sie sich verhalten, immer genau das, was gerade aus ihnen rauskommen kann. Sie tun ihr Bestes. Manchmal ist das Beste, was ein Papa tut, und ich bin so ein Typ, ich bin auch ein Papa, oder was auch eine Mama mal macht, aus den Augen der Kinder, aus den Augen der Gesellschaft, einfach nur Scheiße. Und ja, ihr Lieben, ich überziehe jetzt mal den Bogen. Es ist ein riesiges Drama, wenn eine Mama ein frisch geborenes Kind zum Beispiel an der Kinderklappe im Hamburger Krankenhaus abgibt. Dieses Neugeborene in Tuch wickelt, abgibt und dann am nächsten Tag, nachdem sie gemerkt hat, was sie getan hat, heulend vor der Leiterin der Babyabteilung steht im Krankenhaus und darum fleht und winselt, ihr Neugeborenes zurückzubekommen. Nur in diesem Moment hat sie keine Chance mehr, ihr Kind wieder in den Arm zu nehmen. Nicht weil sie eine schlechte Mutter ist, sondern weil sie in einem Zustand der Hilflosigkeit, der Überforderung, der Ohnmacht, einer beschissenen Energie eine Entscheidung getroffen hat, aus Panik, aus einem Kurzschluss, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Ich habe das einmal erlebt. Ich habe das einmal als mahnendes Beispiel in meinem Leben erlebt, was passiert, wenn eine junge Mama eine solche Entscheidung trifft. Und ich habe das Gekreische und Getober auf dieser Station miterlebt, als die am nächsten Tag da reinkam und ihr Kind wiederholen wollte. Und die also dann ruhig sedieren mussten und auf dem Bett festbinden mussten und so weiter, damit die überhaupt erstmal ruhig gestellt wurde. Ich sage euch, wenn ich daran denke, ich kriege eine Gänsehaut am ganzen Körper. Warum? Weil ich weiß, weil ich verstehe, dass diese Mama keine schlechte Mama war, sondern in einem beschissenen Umfeld war. Ein Umfeld, was sie nicht darauf vorbereitet hat, dieses Kind in einer Freiheit, in einer Leichtigkeit gebären zu dürfen, in einer Gesellschaft, die anscheinend so einen Druck erzeugt hat, dass sie Panik hatte. Wisst ihr, wie ich das meine? Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, nicht in die Beurteilung oder noch schlimmer in die Verurteilung von Menschen zu gehen, die aus unserer Sicht etwas gemacht haben, das sie hätten besser nicht machen sollen. Wie zum Beispiel, also es ist ja dein Recht als Tochter zu sagen, hey Papa, du Arsch, du bist einfach gegangen und du hast mich verlassen. Und es ist dein Recht, das zu sagen.
Es ist dein Recht, diese Anklage zu erheben. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen es auch nicht schönreden, ihr Lieben. Wir wollen es auch nicht schönreden, dass es scheiße ist, wenn eine Mutter ihr Kind weggibt. Und dann kann man hinterher sagen, es ist doch ihre Schuld. Fakt ist, wenn du, ganz ehrlich, in deinen Schuhen durchs Leben gehst, dann hast du auch ein paar Dinge im Leben richtig verkackt und verbockt. Du hast Menschen mit Worten verletzt. Du hast Menschen vielleicht mal angelogen, mal nicht die Wahrheit gesagt. Du hast vielleicht ein paar Dinge gesagt, getan, gemacht, die anderen Menschen geschadet haben, Emotionen ausgelöst haben, die Menschen in eine Ohnmacht haben fallen lassen. Wir sind alle im Leben nicht nur Engel, sondern auch kleine Teufel. In uns gibt es eben auch die dunkle Seite, in jedem Menschen. Und egal wie hell jemand strahlt, da gibt es einen Schatten, auch bei mir. Die Erlösung kommt, wenn man sich seines Schattens bewusst ist und darüber schmunzeln kann und sagen kann, ja, ich bin eben auch manchmal ein kleiner Assi. Ich verhält mich auch mal scheiße, motze auch mal jemanden an, wo es mir hinterher total leid tut, aber ich war eben in einer Scheißsituation, ich war nicht in meiner Energie. Passiert dann, wenn ich wenig gegessen habe, wenig geschlafen habe, mein Körper überfordert ist und wir so mega lange Programmstrecken haben, so 6 Wochen nur Coaching, nur auf der Bühne und so weiter und irgendwann ist dann der Akku leer und dann kommt irgend so ein kleiner Pieks von der Seite und dann sagt, oh, fick dich. Und hinterher sagst du, oh Gott, was habe ich da gesagt? Vollkommen die Kontrolle verloren. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Ja, und jeder, der nicht weiß, jeder, der sagt, nee, sowas habe ich nicht, der lügt ein Stück weit. Oder du unterdrückst es, dann ist es noch schlimmer. Es geht also darum, ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, und jetzt hört gut zu, das ist die Erlösung. Wir sollten, bevor wir anfangen, die Blumen und Büsche im Vorgarten einer anderen Person zu bewerten, sollten wir unseren eigenen Vorgarten erstmal auf Vordermann bringen. Wahr oder wahr? Das bedeutet, solange wir nicht in der Lage sind, das selbst kontinuierlich und dauerhaft vorzuleben, was wir uns von jemand anderem wünschen, sollten wir unsere Klappe halten und keine Erwartungshaltung an eine andere Person haben. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Lernt ihr gerade was? Ja. So, du darfst jetzt mal ganz ehrlich sein, wenn ich hier schon Mama und Töchterchen habe. Hat deine Mama dich schon mal verletzt emotional? Ja. Hat sie dich schon mal enttäuscht? Ja. Das ist normal. Das machen Mamas. Warum? Töchter haben eine Erwartungshaltung und Mamas sind manchmal in einer Bullshit-Energie, weil sie überfordert sind, alleine sind, da holt ein Papa ab, da kriegst du die Krise, da weißt du eigentlich gar nicht, was du machen sollst. Das ist normal. Warum? Irgendwann bist du diese Mama und hast vielleicht meinen kleinen Zwerg und dann wird dir das genauso gehen, dass du mal in der Überforderung bist, mal etwas sagst, etwas tust, was du eigentlich innerlich hinterher total bereust. Ja. Ja, und deswegen bringt es nichts, Vorwürfe zu machen oder immer zu sagen, Mama war's, Mama hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Das mag ja alles sein. Nur diese junge Frau ist schon so bewusst und so groß, dass ich gerade beschlossen habe, ich schenke dir meine komplette Ausbildung zum Impulscoach. Ich muss natürlich erstmal fragen. Ich muss einmal fragen, bist du überhaupt schon bereit, das Geschenk anzunehmen? Ja, natürlich. Sehr gut, alles klar. Gut, gut, gut. Ihr Lieben, warum passiert das? Weil ich schon weiß, wer sie sein wird. Ich kann das in ihren Augen sehen. Ich weiß, dass ich sie brauche, um 2025 100.000 Menschen mit nach Berlin zu holen. So, und das sind immer, wisst ihr, die Männer, guckt mal, was es für eine Entscheidungskette brauchte, damit dieser Moment heute entstehen kann. Erstens, wir mussten eine Coaching-Offensive machen. Zweitens, wer hat sich angemeldet von euch beiden? Mama hat
Mama hat sich angemeldet, damit hat Mama alles, was sie bislang im Leben verkackt hat, gerade wieder gut gemacht. Also Mamas Karma-Konto ist jetzt definitiv aufgefüllt. So, guck mal, das musst du, dann musstest du noch clever genug sein, jetzt hier mit dabei zu sein, war oder war? Ja. Oder hat sie dich gezwungen? Nein, gar nicht. Selbst dann wäre es legitim gewesen. So, also das war ein Scherz. Guck mal, dann mussten wir uns erstmal dazu entscheiden, dass wir überhaupt diesen Samstag machen, der auf diese Art und Weise gar nicht geplant war. Dann musstest du gerade da sein, dann musste das Lied laufen und dann musstet ihr gerade so rumkaspern zu zweit, dass ich gesagt habe, boah, die haben genau die richtige Energie, ich will wissen, was ist da passiert. Ansonsten hätte das gar nicht passieren können, war oder war? Und deswegen ist Folgendes wahr und auch richtig. Momente der Entscheidung von Mama, sich anzumelden, von der Tochter dabei zu sein, von uns diesen Rahmen am Samstagabend zu schaffen. Momente der Entscheidung formen unser Schicksal. Wieder und wieder und wieder. Und wenn ich sage, die Momente der Entscheidung, dann bedeutet das, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen, die unglaublich weit außerhalb unserer Komfortzone sind, vor denen wir Angst haben, von denen wir noch nicht wissen, wie setzen wir diese Entscheidungen überhaupt um. Doch wenn du bereit bist, in diesem Moment, in dem eine Entscheidung ansteht, nicht auf deinen Kopf, sondern auf dein Herz zu hören, werden ziemlich magische Dinge wahr. Allerdings wird es dich brutal herausfordern. Denn was habe ich euch erklärt, wird man meistens einsetzen müssen für ein außergewöhnliches Leben. Zeit, Geld, Energie, Klammer auf, in Form von Fokus, Aufmerksamkeit und was auch immer dazu nötig ist. War da wahr? Also ihr Lieben, habt ihr was gelernt? Ja. Ich hatte euch gefragt, bist du bereit, das Geschenk anzunehmen? Ja. Was machst du? Gehst du noch zur Schule? Ich hatte eine Ausbildung angefangen, habe dann aufhören müssen wegen meiner Gesundheit. Also ich habe mich überfordert dadurch. Na sowas. Ich wollte Landschaftsgärtnerin werden. Genau. Ja. Echt jetzt? Ja. Gut, in Zukunft machst du Landschaftsgärtnerin im Kopf von anderen Menschen. Ja? Okay. Du bist ja eine mentale Landschaftsgärtnerin, sehr gut. Guck mal. Steffi, die junge Frau da in die Kamera, da. Steffi ist die junge Frau, die dich im ersten Modul unserer Coaching-Ausbildung, nämlich die Ausbildung zum VAK-Coach, persönlich hier auf dieser Bühne begrüßen wird. Geil oder geil? Geil! Mit Steffi ist schon ein paar Jahre an meiner Seite. Wir werden da noch diese Papa-Themen auflösen. Da hängt noch so ein kleines bisschen. Aber du wirst sehen, danach geht die Post ab. Kannst dich schon richtig drauf freuen. Und ich freue mich dann schon, vielleicht haben wir bis dahin schon unser Checker-Car schon fertig. Dann könnten wir mal eine Runde zusammen drehen, oder? Oh, also, sehr, sehr geil. Steffi, das ist doch die richtige, oder? Definitiv. Also das habe ich schon gedacht, als ich dort gesessen habe. Ich habe gedacht, wow, was für eine große. Also wirklich, ich habe dich angeguckt und habe gedacht, riesengroß schon. Also ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Das wird eine mega Karriere, weiß ich jetzt schon. Du hast bestimmt eine sehr, sehr große Aufgabe im Universum. Vor allem, überleg mal, hat sie gesagt, sie ist 21? 19. Du bist 19. Sie ist 19. Ja. Sie ist genauso alt wie Joyce. Ja. Als sie angefangen hat. Hast du gestern Joyce gesehen? Ja, cool. Ja. Die junge Dame, die hier mit auf der Bühne war, ja. Die war auch 19, als ich sie kennengelernt habe. Also jetzt cool. Weißt du, jetzt weißt du, was dir bevorsteht. Sehr gut. Cool. Unsere mentale Landschaftsgärtnerin hier. So. Mama, wolltest du auch noch irgendwas sagen? Ich bin so platt gerade. Ich bin so... Sehr gut, dann weitermachen. Bitte mit genauso viel Energie. Ihr seid spitze. Danke für euch. Danke, dass ihr da seid. Gebt ihnen mal einen Riesenapplaus. Danke für dich. Applaus.